Und dann kommt ein Riesenknall. Dann ist hier hinter dem Haus ist eine Luftmine gefallen. War der Angriff so schlimm, also da war kein Fenster mehr, keine Dachpfanne. Walter Kampmann ist bei diesem Bombenangriff gerade einmal 6 Jahre alt. Sein Elternhaus wird dabei fast komplett zerstört. Die Bombe hatte das Haus nur knapp verfehlt, landete auf einem Feld. Walter Kampmann und seine Familie blieben glücklicherweise unverletzt. Sie hatten frühzeitig Schutz im Keller gefunden. Die Eltern passten auf, wenn wir reden gingen, dann wurden wir geweckt und dann gingen wir in den Keller. Ne? Und dann blieben wir auch so lange, bis dort die Sirenen Entwarnung kamen. Der Vater von Walter Kampmann verlässt damals den Keller, will sich das ganze Ausmaß des Bombeneinschlags ansehen. Ein Moment, den der damals 6-Jährige nicht mehr aus dem Kopf bekommt, obwohl es inzwischen knapp 80 Jahre her ist. Sehe ich heute noch, wie sie mit dem Fensterrahmen um den Hals und die Staubwolke, und dann kamen die alle hier runter. Ne? Jetzt ist passiert alles kaputt. Doch die Familie reparierte die Schäden und konnte den Hof in Fellbad halten. Für die Kampmanns blieb es aber der einzige Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg. Ohnehin traf es die ländlichen Regionen weitaus weniger heftig als die Großstädte. Das war dem 85-Jährigen schon damals klar. Darüber hinaus bekam er von den Angriffen auf andere Städte aber kaum etwas mit. Die Zeitung durften wir auch nicht lesen. Man sah ja auch noch nicht so die Bilder, wenn man das heute im Fernsehen sieht, macht man sich ja mehr Gedanken wie da. Und dennoch war die Gefahr, dass der Familie auch hier auf dem Land etwas passieren könnte, jederzeit präsent. Auf einmal schrie der Vater, der Mensch, duckt euch, da kommt eine Tieffliger, kam die da hinten über den Busch geflogen und dann ganz tief hier über das Weizenfeld und dann haben die da geschossen. Aber wir standen zum Glück hinten am Busch. Das Flüchten in den Keller, wenn die Sirenen ertönten, die Suche nach möglichen Brandbomben, die Sorge um das Elternhaus, das alles war für Walter Kampmann irgendwann normal. Und dann plötzlich wurde Walter Kampmann bewusst, dass der Krieg vorbei war. Naja, wo die Amerikaner kamen, dann war das für uns ja gut. Da kriegt man Schokolade und Glühnchen. Man kriegt eine Banane, die machen auch schon mal eine Apfelsine mit, ne? Und dann, ja, das war ja schon eine Sensation, ne? War eigentlich so eine schöne Zeit. Der Fellbatter hat in dieser Zeit gelernt, die kleinen Dinge zu schätzen. Etwas, das ihn bis heute, 80 Jahre später, geprägt hat.